Was geht, liebe Bros und Rosinen, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Ruined King, A League of Legends Story. Was geht? So, in der letzten Folge hatten wir etwas ganz, ganz Wichtiges erfahren, denn dieser komische, dämonische Hüter hat uns da nicht seinen wahren Namen genannt. Jetzt kennen wir ihn. Und ja. Wir beide sind jetzt schon auf mehr oder weniger einen Bossfight vorbereitet. Ist die Frage, Braum hat jetzt noch 60 Mana. Ja, so genauso. Sollen wir Braum vielleicht noch einen Mana-Trank zugeben? Oder wird das ausreichen? Obwohl, hier ist auch noch eine... Ich sag mal, hat halt Half-Life, Half-Mana voll. Ich weiß halt nicht, wenn das wieder ein Boss ist, der viele Ads spawnt. Vielleicht ein Mana-Trank wäre okay. Mhm. Ich meine, hier ist auch eine Teleportationsplattform. Wir können natürlich auch eben komplett runter und einmal rasten gehen. Und uns wieder hoch teleportieren. Na, ich weiß nicht, was wir danach noch machen müssen. Deswegen lass die Mobs mal tot, die tot sind, würde ich sagen, oder? Ja. Können wir nochmal kurz gucken. Wir haben nochmal irgendwas Kleines. Starken Mana-Trank. Starken Mana-Trank. Obwohl, starke Mana-Trank haben wir hier noch genug. So. Sieht eigentlich ganz okay aus. Ich würde es erstmal so versuchen. Ja. So, Kollege. Nein. So, sprich den. Die anderen Fragen haben wir alle schon gefragt. Jo. Amolagoras, geht gut. Also. Doch kein Bosskampf. Das ist leicht antiklimatisch. Tschüss. Aber es war ja so ein Teleport-Dings. Kann ja sein, dass er irgendwo nochmal wiederkommt und wir ja, dann nochmal treten müssen. Keine Ahnung. Gut. Ich war jetzt wirklich schon auf das Schlimmste vorbereitet. Naja, aber jetzt haben wir auch unser Stufe 3 Amulett. Das heißt, solche Dinger können wir jetzt auch endlich öffnen. Und da haben wir auch noch einige von. So, Truhe, was gibst du uns? Eine neue Schulterpanzer. Und ein neuer neuer Anhänger. Nice. Gucken wir doch mal direkt. Das wäre der hier. Erhöht die. Braum, der Kritter. Absolut. Ja, aber es gibt ihm mehr Leben. Allgemein, die Stats sind gut. Ich würde ihm auf jeden Fall geben. Ja. Der Crit ist ein schöner Zusatz, aber. Aber hat das vorherige ihn nicht immer wieder geheilt oder war das Schild? Nee, das ist schon die Schulterplatte, die ihn vorher geheilt hat, um 94, aber die neue heilt ihn jede Runde um 143. Ja, da oben, ja, das habe ich gar nicht gesehen. Du hast recht. Also die heilt ihn. Ist ja dieselbe, nur in besser. Genau. Und wir haben jetzt 7,6%ige Chancen zu kritten mit dem Schild, mit der Tür bei. So, das gibt Ausdauer, Hast und Ausweichen. Ist die Frage. Ja, gut, das ist aber nichts jetzt für. Nee, nichts für Braum auf jeden Fall. Also, wenn wir das was für Miss Fortune, die arbeitet ja, glaube ich, mit Ausweichen. Und Haste ist immer gut. Ja. Etwas weniger Leben ist jetzt nicht das Ding. Auch etwas weniger Angriffsstärke. Aber sollte eigentlich auch kein Problem sein. Dafür hat sie mehr Hass, mehr Ausweichen. Kann man erstmal ausrüsten. So, und jetzt können wir auch die anderen, die restlichen Türen alle mal aufmachen. Ich teleportiere mich mal ganz nach unten hin. Weil die Go for it. Wir haben ja, wie gesagt, noch ein paar übrig.
muss mich auch immer wieder neu dran gewöhnen, dass die spielbaren Charaktere nicht rennen, sondern gehen, wenn wir neue Aufnahmen starten. So. Macht uns auf die schöne Pforte. Hier hatten wir, hier liegt noch irgendwo eine Geschichte herum. Da. So, Necrits Tagebuch 2. Das Verhalten des Königs verschlimmert sich. Auf dem Land kommt es immer häufiger zu Unruhen und Streitigkeiten zwischen den Adligen. Ich gebe mein Bestes, aber manche Dinge können nur durch die Gegenwart eines Königs geregelt werden. Und doch konzentriert er sich mit aller Macht auf Königin Isolde und ignoriert uns alle. Außer wir behaupten, wir hätten von einer neuen Heilmagie gehört. Viego giert nach jeder Neuigkeit über Relikte, die seine Frau gesund machen könnten, und stellt ununterbrochen neue furchtlose Vorhaben auf die Beine, um diese Relikte zu beschaffen. Doch wenn diese Bemühungen im Sande verlaufen, reagiert er darauf mit Wutausbrüchen, dass einem Angst und Bange wird. Seine Stimmung wechselt zwischen lethargischer Verzweiflung und rasendem Zorn. Immer wenn seine Hoffnungen zerschlagen werden, fürchte ich, dass er gewalttätig wird. Ja, wenn sie so ein Ultraset. Gestern Abend habe ich ihn in einem der Gänge angesprochen, und obgleich ich ihm die schockierenden Zustände in seinem Reich schilderte, konnte ich keinen Funken eines wie auch immer gearteten Interesses in seinen Augen erkennen. Es war so, als spräche ich mit einem Kind oder einer Wand. Ich hätte ihm berichten können, dass sich ein Heer von unseren Grenzen sammelte, und ich bezweifle, dass es ihn interessiert hätte. Ende. Wollte das so drüber klarstellen. Und hier haben wir noch einen Geist. Schließen wir mal auf. Ja. Freiheit. Ja, du kannst gehen. Du darfst gehen, also. The Winds of Change, mein Freund. Ja gut, dann halt. Tschüss, Fragezeichen. Ach, wir kriegen Belohnung. Okay. Wir wissen aber auch immer noch nicht, wie wir diese scheiß Invisible-Truhe da oben halt irgendwie... Mhm. So, Yasu und was war das andere noch? Miss Fortune. Das war königlicher Mantel. Normale Verteidigung, Magie, Verteidigung, zusätzlicher Schaden und Ausdauer. Und als passiver Effekt erhöht die Ausdauer um 149. Jo, also die kann auch mal 1840 leben. Gut, geht halt nur das Ausweichen runter, aber... Blablabla. 4518. Gut, ich würde jetzt vorschlagen, wir stecken Braun wieder weg und machen jetzt das Vorstrahl. Solche Stats sind halt wirklich weird, muss ich sagen. Ja. So, die Klinge der gesegneten Inseln, da haben wir... So, Schaden, zusätzlicher Schaden und Ausdauer und der passive Effekt schützende Waffe, Angriff, aber eine Chance von 20% bei jedem Treffer ein Schild zu gewähren, der 186 Schaden absorbiert. Bei jedem Angriff? Nee, bei jedem Treffer. Wenn er dein 5 Angriffsmuster macht. Dann wird er uns. Also hat er eine Chance, einen schönen Schild zu bekommen. Also es geht halt nur Lifesteal runter und. Lifesteal ist ja ziemlich. Finde ich okay. Jo. Ich finde die gut. Ja. Wir hatten doch eine Kette oder was das war bekommen. Die hast du jetzt nicht angeguckt. In der Truhe ist die nicht. Ja, die Kette, die war, das war diese, hier, verzaubte Kette des Waldes, zusätzlicher Schaden. Da würde... Das klingt doch gut nach Yasu, oder? Ich meine, warum braucht er Ausdauer und normale Verteidigung? Es soll ja keine Wall werden. Keine MF. Nee. Ich habe vor, Yasu als Piratenkapitän, das passt überhaupt nicht. Ist die Frage, soll ich den vielleicht nochmal ansprechen? Ich versuch's einfach mal. Was passiert? Ja. Dieser Gefangene hat keinen Bock. Okay. Na gut. Also das ist ein League of Legends Spieler.
Deswegen hat er jegliche Hoffnung seit Jahren verloren. Ey, Bro, I feel you. Ist, weil ich sagen musste, ich hatte jetzt, bevor Last DC hatte, wirklich noch eine Feel-Good-Runde gehabt. Okay, du, nach, ja, 50, okay. Nach 50 Feel-Bad-Runden gefühlt. Ich muss immer wieder sagen, sie sagt es mir oft genug, aber sie hat halt recht. Nico ist beste Wahl. So, hier müsste... Hier, genau. Genau hier. Da ist ja auch noch etwas Großes, Böses. Okay, das Artefakt des Raumes pulsiert mit finsterer Energie, die dem Nachbeben einer Katastrophe ähnelt. Du bekommst das Gefühl, dass ein Teil deiner Lebenskraft von diesem Artefakt aufgesaugt wird. Es könnte gefährlich sein, sich dem Kristall zu nähern. Du hast keine Ahnung, wann du dich aus seiner Fängen befreien können wirst. Okay. Der Albtraumkristall verführt deine Sinne und übernimmt die Kontrolle deines Verstandes. Er verdreht und verzerrt deine Gedanken und zieht dich in eine albtraumhafte Welt des Schreckens, sobald du der Vision nachgibst, kannst du nicht mehr zurück. Doch ob du nun gehst oder versagst, du wirst etwas von deinem Leben verlieren. Vision nachgehen. Ich bin halt im Überlegen, also Vision nachgeben könnte bedeuten, wenn das wirklich so wortwörtlich gemeint ist, dass es uns irgendwo reinzieht und wir da vielleicht auch Secrets finden. Ja, ich glaube, das wird irgendwie so... Weil ich schätze, ja. Wenn wir wieder stehen, dann verlieren wir ein bisschen Leben, bleiben wir da stehen. Ja. Also ja, geh mal voll düster, diese Episode. Jo. Aufs Maul, Nanora! Dein Verstand dreht sich. Er reißt durch Mauern aus Rauch und Geistern, bis er schließlich an einem dir ungewohnten Ort in einem Verstand ankommt, der nicht ganz der deine ist. Du bist ein Gefangener. Vor deiner Zelle hörst du eine Wache murmeln. Es beginnt. Dann spürst du ein Erdbeben und hörst einen Einschlag. Die Wache schreit auf. Von deiner Zelle aus kannst du die Wache erschlagen am Boden liegen sehen. Du kannst ihn erreichen und ziehst ihn am Fuß zu deiner Zelle heran. Dir fällt ein großer Schlüsselbund an seinem Gürtel auf. Sein Gesicht ist von seiner Kapuze verdeckt. Kapuze zurückziehen, Schlüsselbund nehmen. Ich denke, das wird jetzt so ein Frage-Antwort-Ding sein. Wir müssen jetzt das Richtige wählen, um einmal komplett durch diese Geschichte, durch diese Vision zu gehen. Also mich interessiert, wie persönlich das jetzt auf die Charaktere abgestimmt ist. Also wenn das wirklich so eine Vision ist, die jetzt auf Yasuo zum Beispiel abgestimmt ist, kann ich mir vorstellen, dass er so halt so einen Schockmoment bekommt, die Kapuze abzieht, dann ist darunter zum Beispiel das Gesicht von Yone. Ja, könnte sein. Das wäre eine geile Narrative. Mich würde das interessieren. Ja, ich würde auch sagen, Kapuze zurückziehen, ne? Ja. Die Neugier ist zu stark. Du ziehst langsam die Kapuze zurück, die seinen Kopf... Achso, ja, das ist ja langweilig. Schrecken feststellen, dass sich dort kein Kopf mehr befindet. Stattdessen kommt eine schwarze Sphäre aus Rauch und Ranken zum Vorschein, die deine Sinne angreifen. Du siehst so schnell wie möglich weg, doch es ist zu spät. Ich muss mal ganz kurz sagen, also, wir sind gestorben. So stelle ich mir das vor, wie das bei mir aussieht. Wenn man mir den Kopf abschlägt, dann kommt auch einfach so eine Rauchwolke raus. So alles, was sich in den Lungen angesammelt hat, ist dann einfach mal frei. So, wipe, oder? Du hast enormen Schaden erlitten. Der Schmerz hat sich auf unangenehme Weise echt angefühlt. So echt, dass du tatsächlich Schaden erleidest. Als du aus dem Albtraum erweckt wirst. Ja, 350. Ach so, ja, das geht ja noch. 350, oh mein Gott. Ja, würde ich sagen, aber gleich nochmal. Macht doch Spaß, die Runde. So, noch ja, mal. Lass mal einen richtigen Mann daran nehmen. So. Gucken wir mal. Albtraum. Ja, noch ist es das Gleiche.
Plastische Mauern zählen. Es beginnt. Jo, es ist noch das gleiche. So, wir haben eine Kapuze. Jetzt nehmen wir den Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Ja. Du findest den passenden Schlüssel und schließt deine Zelle auf. Die Tür öffnet sich und du trittst in die Halle vor. Du bemerkst andere Gefangene, die in den Zellen eingesperrt sind. Doch das ganze Gefängnis scheint kurz davor in jedem Moment einzustürzen. Den Gefängnis über das Erdgeschoss entkommen, die anderen Gefangenen aus den Zellen befreien. Ich sag, anderen aus also, den Gefangenen aus den Zellen befreien ist die falsche Wahl. Das sag ich auch. Ich gehe halt davon aus, das ist jetzt so ein ethisch-moralischer Test, ja. Also, wenn du halt, sag ich mal, das moralisch Richtige machst und jetzt die anderen Gefangenen befreist, wird wahrscheinlich einfach das Gefängnis über deinen Kopf zusammenstürzen. Ja, ja. So, über das Erdgeschoss entkommen. Das Erdgeschoss ist breit und offen. An der Decke des Raumes stehen große Säulen. Die Bogengänge schmücken komplexe Muster. Vor dir scheint ein helles Licht durch ein geöffnetes Tor. Entschuldigung. Plötzlich schiebt sich eine Gestalt vor das Tor in das Licht und bedeckt fast den gesamten Boden mit ihrem Schatten. Dir fallen nun tausend stumme Augen in den Schatten der Bogengänge auf. Die Gestalt trägt eine dunkle Kutte, doch dir fällt ein Zauberstab an ihrem Gürtel auf. Hören, was die Gestalt zu sagen hat, nach dem Zauberstab greifen. Irgendwas sagt mir, dass ich hier zuhören sollte. Würde ich auch sagen, was wir brauchen mit dem Zauberstab. Bist du gekommen, um Zeugnis abzulegen? Will die im Tor stehende Gestalt vor dir wissen, ohne dass du dich durch den Raum bewegt hättest, befindest du dich auf einmal direkt vor ihr an der Schwelle der Tür. Du kannst keine Gesichtszüge erkennen. Das war die falsche Wahl. Doch die Präsenz des Wesens beunruhigt dich. Im Tode erwartet dich Erkenntnis. Du wirst frei von deiner Furcht sein, ergänzt sie. Sie greift nach dir und dein Körper wird von Schmerzen erfüllt. Okay. Also nach dem Zauberstab greifen. Okay. Warum das tun sollte. Es ist wohl prozentual, wie viel Schaden wir bekommen. Aber gehen wir nochmal weiter. Oh, wir können das immer wieder mit den Charakteren machen. Okay, Vision nachgehen. Ja. So, den Schlüsselbund nehmen. Über das Erdgeschoss. Jetzt greifen wir nach dem Zauberstab. Du richtest den Zauberstab auf die Gestalt. Wenn das mein Schicksal ist, dann soll es so sein. Alles geschieht nun gleichzeitig, fügt sie hinzu. Du umklammerst das untere Ende des Zauberstabs und löscht die Gestalt aus. Jetzt steht deiner Freiheit nichts mehr im Wege. Da du es ganz aus dem Albtraum-Szenario geschafft hast, manifestiert sich der Albtraum-Kristall eine Belohnung für dich. Ritualanhänger der Stärke. Okay. Hm. Definitiv nicht. Weißt du, ja, der hat jetzt keinen Bock mehr auf dich. Ja, das ist klar. Albtraum vorbei. Mal kicken. Okay, das ist jetzt Ausdauer hast ausweichen, also das ähnliche wie wir schon Miss Fortune gegeben haben. Ist die Frage, können wir das noch irgendwie, warte mal, ja, so, was hatte der gehabt? Pike würde ich eher sagen, ja, so zusätzlicher Schaden ist für ja so viel zu gut. Ich würde über Pike nachdenken, ehrlich gesagt. Ja, oder Illaoi. Wie wird es sich verändern? Okay, 19, normale Verteidigung, Magieverteidigung gehen runter, dafür mehr Leben, Hast und Ausweichen. Könnten wir ihr eigentlich geben? Ansonsten gucken wir nochmal bei Pike nach. Aber würde bei ihm einfach nur Hast und Ausweichen hochgehen. Die anderen Sachen würden. Ne, ich denke, Ila ist schon da die richtige Wahl. Also sieht besser auf ihr aus, sag ich mal. Gut. Schade, ich habe jetzt eigentlich mit so einer kleinen Mini-Instanz gerechnet. Ja, hätte ich auch gedacht, aber. Die Gegner, ich sag mal, jetzt noch ein paar Level, ich sag mal, stärker sind. Also, dass die ganze Gruppe teleportiert. Naja, das macht ja keinen Unterschied auf das, was du an XP rausbekommst oder in die Gegnermasse. Ich hätte eher gedacht, das sind dann vielleicht irgendwelche Secret-Items oder so und die werden halt von Gegner bewacht.
Aber ich habe auch mit der kleinen Instanz gerechnet, ja. Ja. So, aber jetzt scheinen wir hier durch zu sein. So, wir waren ganz unten, waren beim Geist. Warte, hier waren wir jetzt. Hatten wir hier noch eine Stufe 3 Tür gehabt? Zwei hatte ich aufgeschlossen. Ich glaube, weitere gab es nicht. Soll ich noch mal oben zur Truhe gehen? In dem mittleren Teil hat man auch schon geguckt, aber auch nichts, ne? Ja, hier die Truhe, die hatte auch eine Stufe 3 Siegel, das haben wir auch. Also drei Truhen. Okay. Drei Truhen. Entschuldigung. Die, also wer weiß, vielleicht ist das Ding jetzt offen. Ich Also, meine, wenn es nicht da ja. ist, kann ich mich ja wieder Also, ja, zurückteleportieren. also ich sag mal, es ist jetzt keine verschwendete Zeit. Wir haben noch 4 Minuten. Dann machen wir einfach in der nächsten Folge fresh weiter, sag ich mal. Und da gucken wir jetzt aber mal nach. Ich glaube persönlich nicht, dass es jetzt da ist. Da hätte man irgendeinen Hinweis drauf bekommen sonst. Kurz mal kicken. Und wer weiß, vielleicht will uns ja jetzt der Kobalt irgendwie an den Kragen. Oder diese komische, albtraumhafte Gestalt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das erste Mal ohne Schaden durch. Ja, man lernt, wenn man Elden Ring spielt. Außer ich wahrscheinlich nicht mehr. Nein, 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 nein. White Ari. Nee, ist immer noch Invis. Es ist zum Haare raufen. Ich will wissen, Schon. wie das hier mit der Truhe Also funktioniert. wenn das hier ein Secret in der Nähe ist, was man dafür lösen müsste, sind wir entweder einfach nur massiv blind und doof gerade, was ich nicht Ja. ausschließen wollen würde, Ja. oder es ist einfach wirklich gut versteckt. Ich halte beides für wahrscheinlich. Ja. Kobold Sabbat. Sabaton. Aber hier ist ne, total nichts. Na gut, dann einmal zurück. Und dann können wir gucken, dass wir jetzt schon mal in den nächsten Bereich gehen. So, speichern wir jetzt nochmal. Nur zur Sicherheit. Bevor ich in irgendetwas reinlaufe, in das ich gar nicht reinlaufen wollte. So. So, Bibliothek der Qualen. Wir haben hier wieder weitere Geschichten, weitere Truhen. Wir haben Also wenn du hier dich beeilst und da keine Gegner sind, könnten wir zur oberen rechten Geschichte eben laufen und die vielleicht noch lesen. Das ist auch eine Truhe gewesen, meine ich. Und dann können wir die Folge beenden. Wir haben jetzt noch 1 Minute und 15 Sekunden circa. okay, sieht schon krass aus. Ja, nochmal so ein Plüschtimo. Gut. Herrliche Qual. Und ich genieße die Misere meiner kleinen, was? Menagerie. Menagerie. Worte, die ich zum ersten Mal lese. Ihre Seelen brodeln Unglaublich. im Inneren wie kochendes Wasser und sind nur noch verwirrte Bruchstücke ihrer früheren Identität. Hinter dem Glas erscheint Gesicht und Gesicht mit vor Pein, Hass und Furcht verzerrtem Ausdruck. Ich genieße sie alle. Kein Zweifel, dass sie im Pulk ihrer Mitgefangenen über den Glasrand
und in die Welt der Lebenden sehen können. Kein Zweifel, dass sie sich danach sehnen, sie wieder zu fühlen, sich zu befreien, auszubrechen und meiner Kontrolle zu entziehen. Ihre Qualen sind so köstlich. Aber noch nie ist mir eine entkommen. Er weiß, dass sie noch immer mir gehören. Ich habe es in seinen Augen gesehen, die wunderbare Furcht und Pein. Und obwohl sie mir trotzt, so weiß ich, dass ein Teil von ihr noch in meiner Laterne gefangen ist. Sie weiß es auch, und ich beabsichtige, sie mir zurückzuholen. Wo ist da? Spricht er gerade von Senna? Gut möglich. Ich würde aber auch jetzt sagen, dass wir jetzt an der Stelle die Folge beenden. Jo. Ich bedanke mich wie immer für diesen Blitz. Ich. Ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und Dankeschön. hoffe, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder mit reinschaltet, wenn wir dann endlich mal unsere Gruppe heilen. Bis zum nächsten Mal. Haut Haut rein. rein.